Baden, Wandern, Angeln oder Wasserskifahren. Der 10 Hektar große Idersee in Ostrauderfehn, Landkreis Leer, ist ein See voller Gegensätze. Genutzt wird die Naherholungsanlage von Campern, Einheimischen und auch Tagestouristen. Mir gefällt sehr gut, dass das Wasser auch sauber ist, sehr gepflegt und wir kommen gerne mit Freunden hier. Aber auch wer ein Faible für Fun-Sportarten hat, ist am Idersee goldrichtig. Wir sind hier am Idersee in Idafehn und neben mir steht Sascha Borchers, Geschäftsführer der Wasserskianlage. Sascha, was kann ich denn hier überhaupt alles machen? Also wir können hier Wasserski fahren, ne? Wir haben ein kleines Angebot an Material, wir haben Skier, wir haben Knieboards. Trendsport im Moment geht ziemlich zum Wakeboarden, also bieten wir das hauptsächlich an. Wir bieten auch Kurse an für Kids jetzt den Sommerferien über. Doch bevor es nun ans Eingemachte geht, läuft unserer Reporterin doch glatt noch ein echter Profi über den Weg. Neben mir steht Yannick. Yannick ist Sportler und er hat mir erzählt, er macht Wakeskaten. Yannick, was verbirgt sich denn dahinter? Wakeskaten ist jetzt ein etwas neuerer Sport. Es ist ungefähr das gleiche wie Wakeboarden, nur ohne Schnallen, also dass du nicht fest auf dem Board stehst. Wie hast du denn mit deiner Sportlerkarriere angefangen? Genau vor 2 Jahren jetzt, auch beim Ferienkurs. Und das hat mir dann Anfang an gleich viel Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich dabei geblieben. Ja, und ich glaube, du willst uns gleich auch dein Können zeigen. Ja, gerne. Kneifen geht nun nicht mehr. Yannick gegen Mirja, das Duell kann beginnen. Immerhin, beim Kneeboarding hat es ja dann doch noch geklappt. Kommen wir nun zur Punkteverteilung. Spaß zu haben wird am Idersee großgeschrieben. Für Wassersportler ist die Wasserskiseilbahn ein wahres Eldorado. So viel Fun-Faktor wird mit der maximalen Punktzahl belohnt, 5 Entchen. Laut offiziellen Messwerten ist das Badewasser sauber. Der Blick auf die Wasseroberfläche sieht trotzdem wenig einladend aus. Das Wasser ist eher eine braune Brühe als ein blauer See. Dafür gibt es nur ein schwarzes Entchen. Verhungern muss keiner der Badegäste. Entweder bringt man sein Brötchen selbst mit oder versorgt sich mit Snacks in der Seegastronomie. Das ist praktisch, aber nicht unbedingt stylisch. 2 Entchen für die Verpflegung. Was ist, wenn ein Badegast in Not gerät? Dann kann man nur hoffen, dass es die anderen Schwimmer rechtzeitig bemerken. Weder gibt es hier einen Wachturm noch Rettungsschwimmer. Mangelnde Sicherheit, wir finden das schlecht, nur ein schwarzes Entchen. Immerhin, bis auf die Wasserskianlage lassen sich die Kosten am See niedrig halten. Auch wurde an die jungen Badeseegäste gedacht. Seilbahn, Schaukel, Wippe, das alles ist vorhanden. 5 Extra-Entchen für die Kinderunterhaltung und die Kosten. Mein Fazit, Wakeboarden hat leider nicht besonders geklappt. Das ist nicht schlimm, es macht trotzdem Spaß. Mein Tipp trotzdem an alle, wer einsteigen will, sollte mit Kneeboarden beginnen. Das macht Spaß und man kann schon schnell gute Erfolge erzielen.